Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Piet. Wir sind noch im Studio der BerlinCon 2021. Es ist nämlich schon spät, ich muss mich schon konzentrieren, dass ich das richtig sage. Und jetzt geht's weiter, denn rechts neben mir sitzt der Flo. Das habe ich auch noch geschafft. Und ihr hört schon, meine Stimme ist schon nicht mehr so gut. Flo hat uns was mitgebracht. Wenn ihr das eine oder andere Spiel schon mal bei uns auf dem Kanal gesehen habt, dann werdet ihr es vielleicht wiedererkennen. Es ist nämlich Materia Prima. Genau. Tag. Danke, Piet, dass ich da sein darf. Ja, immer gerne. Ich habe gerne jemanden an meiner Seite. Genau. Ich zeige euch heute nochmal Materia Prima. Ist mittlerweile im Retail, kann geordert und gekauft werden in ausgewählten Brettspielläden. Nur also, in ausgewählten. Ach so. Aber das Schiff hat es auf jeden Fall geschafft, nicht wie bei den anderen Sachen. Genau. Das ist schon mal gut. Und ja, so sieht die Box aus. Ich halte sie mal einfach ganz kurz in die Kamera, ja, damit man mal sehen kann, um welches Spiel es sich überhaupt handelt. Genau, also ihr kennt es vielleicht und hinten sieht es aus wie das Spiel selbst. Genau. Deswegen, stellt es mir hin, es ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12. Genau. 90 Minuten, sagt er. Kriegt man gut hin. Erstpartie vielleicht 2 Stunden, 2,5, aber okay. dann locker ab der dritten, vierten sicherlich ab 90 Minuten okay. Machbar. Was machen wir in Materia Prima? Ja, grundsätzlich haben wir es bei Materia Prima mit einem freien Sandbox-Spiel zu tun. Also man versucht sozusagen über verschiedene Wege zu Weisheit zu gelangen. Ihr spielt nämlich einen Alchemisten in so einem mittelalterlichen Fantasy-Setting. Okay. Und genau, mit dem transmutiert ihr und baut sozusagen verschiedene Sachen, alchemistische Dinge, um zu Siegpunkten zu gelangen. Denn der Erste, der 25 Siegpunkte erreicht, gewinnt das Spiel. Okay, das heißt also standardmäßig Eurogame-Siegpunkte sind das, was wir wollen. Ja, exakt. Und wir haben hier auf jeden Fall schöne Standys. Ich lege die mal hin, weil die sieht man von oben sonst immer so schlecht. Klar. Und es sind Standys, keine Miniaturen. Das heißt, ihr müsst nichts anmalen, die kommen bedruckt. Und ihr könnt gleich aus der Box losspielen. Die haben ja auch sehr gute Qualität mit den Standys, wo man sie reinlegen kann. Ja. Und damit laufe ich dann über diese Welt. Wie läuft dann so eine Runde von so einem Spiel ab? Grundsätzlich, ich fange mal mit der Kernmechanik an, die so ein bisschen hinter allem drinnen steckt. Ja, gerne. Denn derweil esse ich hier so ein paar Elemente. Sehr gut. Kleine Jelly Beans. genau, wir haben so einen Elementebaum im Endeffekt. Es gibt nämlich 3 Stufen von Elementen. Level 1 Elemente, Level 2 Elemente und Level 3 Elemente. Mhm. Die Level 1 Elemente sind direkt auf dem Feld abbaubar. Da gibt es hier diese Elementminen, hier zum Beispiel für Wasser oder der Vulkan für Feuer. Mhm. Und in diesen Elementminen kann ich mir die Level 1 Elemente direkt vom Feld sozusagen wegholen. Abschürfen. Genau, Minen. Und mit diesen Elementen, mit diesen Level-1-Elementen kann ich dann immer jeweils die nächsthöhere Stufe sozusagen erzeugen. Mhm. Das bringt mir aber noch keine Siegpunkte in dem Spiel. Aber das ist der richtige Weg anscheinend. Das ist der richtige Weg, erstmal sich sozusagen Elemente zu beschaffen, denn die Siegpunkte kriege ich über die Rezepte. Und es gibt 3 verschiedene Rezeptarttypen in dem Spiel. Ausrüstungsgegenstände, Stein der Weisen-Fragmente und Homunkuli. Und die Homunkuli sind auch so ein bisschen der Unique Selling Point von dem Ganzen, da komme ich gleich drauf. Ja, okay. Denn grundsätzlich sehen die Rezepte folgendermaßen aus. Es gibt nämlich Level 1, Level 2 und Level 3 Rezepte. Ja, die entsprechen hier, wiederum... Ich nehme die mal einfach genau. Und wir haben hier eine Detail-Kamera. Ich fange hier einfach mal an. Wir haben hier Level 1 Sachen und hier stehen 2 Elemente drauf. Genau, das sind die Kosten immer. Ja. Also, und die Level 1 Fragmente, die kosten dann eben, oder die Level 1 Gegenstände kosten dann eben auch Level 1 Elemente, ja. Level 2 und so weiter. Level 2 Elemente. Genau, ich glaube, das hat man schnell durchguckt. Und Level 3 brauchen dann halt Level 3 Elemente. Exakt. Und dann, ich sage, der Morgenstern, der tut dann richtig weh. Der reizt dich schon, ne? 3 zusätzliche Angriffspunkte, der macht Spaß. genau, und das sind dann auch immer gleich jetzt die Siegpunkte, ne? Also diese Levelanzahl, die hier oben steht, das sind dann auch immer gleich die Siegpunkte, die ich damit generiere, wenn ich das Ding sozusagen transmutiert habe mit den Elementen. Und genau, mit Ausrüstungsgegenständen mache ich beispielsweise meine Alchemistenstärke. Ich habe hier unten an meinem Alchemistentableau habe ich 2 Slots dran. Ja, und da kann ich mir diese Ausrüstungsgegenstände hier reincraften. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine richtig dicke Kampfmaschine, einen Berserker bauen will, ja, habe ich jetzt auch gleich die richtigen Karten gezogen. Ne? Hier habe ich +3 im Angriff und +2 im Angriff. Er hat ursprünglich 1 Angriff, dann bin ich schon bei 6 Angriffswert. Ja, was mache ich denn mit dem 6 Angriffswert? Das definiert die Anzahl der Würfel im Angriff. Also, ja, aber warum soll ich denn jemanden angreifen? Das habe ich noch, also
komme ich vielleicht gleich noch drauf. Ne? Also es ist nämlich ja ein kompetitives Spiel. Man kann sich dann nämlich ordentlich in die Suppe spucken. Okay. Also es hat so eine kleine Ameritrash-Take-That-Komponente mit drinnen. Die ist nicht allzu stark, weil man im Endeffekt ja damit keine Siegpunkte generiert. Man kann den anderen so ein bisschen ausboten. Aber dadurch, dass man ja sozusagen der 25 Siegpunkte erreicht, also der Schnellste, der die hat, der gewinnt auch sozusagen das Spiel. Und damit ist es auch so ein bisschen ein Racing-Game. Ja? Ja, also und da das Kämpfen selber kaum Siegpunkte bringt, vergeude ich da meine Aktionen im Endeffekt ein bisschen damit. Und wichtiger ist es eigentlich sozusagen, neue Sachen ins Spiel zu bringen, also sozusagen mehr Rezepte sozusagen ins Spiel zu bringen, um schneller auf die 25 Siegpunkte zu kommen. Okay. Genau. Und aber das wäre eine Möglichkeit, um jetzt den zum Beispiel daran zu hindern, dass er viel, also schneller wahrscheinlich zu diesen Siegpunkten kommt. Genau. Das heißt, was mache ich in meinem Zug? Ich kann ja Sachen jetzt irgendwie herstellen, schürfen, aber ich habe noch nicht so lange rausgefunden, wenn ich dran bin. Was mache ich eigentlich? Da gibt es so eine schöne Zugübersicht, hinten so ein kleines Player-Aid. Genau. Auf der Rückseite finde ich immer gut. Und da haben wir sozusagen vier Grundaktionen. Wenn ich dran bin, habe ich im Prinzip drei Aktionen, die ich ausführen darf. Also ich habe hier sozusagen meine Statuswerte. Mhm. Der unterste Wert mit dem Kreis und dem Pfeilen, das ist sozusagen meine Aktionsanzahl, okay, die ich benutzen darf. Angenommen, ich habe jetzt hier meinen Turm platziert. Mhm. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin. Zack, zack. Und dann habe ich, wie gesagt, verschiedene Grundaktionen. Ich kann mich bewegen, ich kann abbauen, ich kann ablegen und ich kann kämpfen. Und die kann ich völlig beliebig einsetzen. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier dieses Element hier brauche, dieses Luftelement, dann muss ich auf den Berg hier, da gebe ich jetzt meine erste Aktion von meinen dreien, gebe ich aus, zack, ich gehe ein Feld, eine Aktion aufgebraucht. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen auf dem Spielbrett. Eine Bewegung ist immer ins angrenzende Feld ziehen. Und dann kann ich hier sozusagen anfangen, zu Minen abzubauen. Denn hier, mit jeder Aktion kann ich ein Element aufnehmen. Das lege ich dann hier einfach auf mein Charaktertableau. Und da ich ja mehr davon brauche, benutze ich meine dritte Aktion auch gleich noch und nehme mir ein zweites davon. Mhm. So würde jetzt erstmal so ein erster Standardzug aussehen. Okay. Und ihr seht schon, das sind keine langen Züge, die ich habe. Ne? Das geht relativ flott reihum. Es kommt darauf an, wie komplex die nachher werden. Richtig. Da bin ich ja immer vorsichtig, wenn man drei Aktionen hat, bin ich ja immer so, denke ich, okay, wichtig, ich muss das, das und das machen oder ich kann das, 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 das machen. Da sitze ich dann so am Tisch. Deswegen, genau. sag mal, wieso nicht. Und da gibt es nämlich sozusagen den Unique Selling Point. Alles, was ihr davor gehört habt, das war ist egal, so das ist egal, das kennt ihr aus anderen Spielen. Aber jetzt kommen die Homunkuli, denn die könnt ihr sozusagen als zusätzliche Worker, als Arbeiter mit ins Spiel bringen. Also die funktionieren nach demselben Prinzip wie die Ausrüstungsgegenstände, die gibt es wieder im Level 1, 2 und 3. Ich mache das mal hier. Genau, die kosten hier wieder die Elemente. Genau, und ihr seht hier unten, der hat nämlich auch Fähigkeiten, Werte und Aktionen. Genau, und angenommen, ich hätte mir jetzt schon hier die nötigen Ressourcen in den Turm geholt, ja, für diesen Homunkuli. Und ich spiele den aus, dann zahle ich die Ressourcen dafür und kriege sozusagen einen zusätzlichen Standy mit ins Spiel. Deswegen, hier gibt es hier mehr. Genau, jeder kann bis zu maximal 3 Homunkuli generieren und damit erweitere ich meinen Zugradius. Also das heißt, wenn ich dann dran bin... Du hast jetzt also 2 Aktionen dazu bekommen, weil der Homunculus für dich rumläuft. Richtig, und der hat 2 eigene Aktionen. Genau. Ja, genau. Ja, okay. Perfekt. Wie viel darf ich davon beschwören? Bis zu 3. Du hast 3 freie Stands. Wer aufpassen kann, das kann ist es nämlich mein letztes Video, deswegen bin ich schon ein bisschen durch. Alles gut, dafür bin ja ich da. Aber das ist schön. Aber ich bin auch durch. Also. Ja, die Messe ist fast vorbei, das stimmt. Genau. Alles klar, okay, dann habe ich also mehr Aktionen. Das heißt also, eigentlich will ich diese Homunkuli beschwören. Richtig, damit kann ich sozusagen, das ist auch wahrscheinlich immer so der erste Impuls, den ich mache, dadurch kann ich einfach mehr tun im Spiel. Okay. Ich kann, wie gesagt, auch auf Ausrüstung gehen, um einen Alchemisten stärker zu machen. Mhm. Aber der große Punkt ist ja, wie komme ich schnell zu Siegpunkten, um auf die 25 Siegpunkte zu kommen. Mit der Aktion schaue ich natürlich schneller auf die Siegpunkte zu kommen. Richtig. Ich sehe hier noch Schlösser irgendwie. Was genau, das sind die Städte. Ich starte nämlich am Anfang mit einer Starthand von 3 Karten. Also ich habe 3 Karten am Anfang auf der Hand. Das sind immer Level 1 Karten. Und mit denen gehe ich sozusagen ins Spiel rein, damit ich so eine Grundorientierung habe, wohin ich arbeiten kann. Genau. Wenn ich aber neue Karten brauche, das heißt neue Rezepte, muss ich in die Stadt gehen. Okay. Denn in der Stadt gibt es Bibliotheken Buchläden und so weiter. Und Tavernen, habe ich gehört. Ja, da gibt es die besten Gerüchte. Genau, da hole ich mir sozusagen meine neuen Rezepte raus. Im Spiel befinden sich 3 Städte.
Rudolf Vigor, Troglesia und Grafit Muri. Und für jede dieser Städte gibt es eine entsprechende Stadtkarte. Die werden einfach am Spielrand einfach ausgebreitet, in der Nähe der Stadt, damit man da so ein bisschen Orientierung hat. Ja, und in diesen Städten wird sozusagen, oder auf diesen Stadtkarten wird angezeigt, welche der Rezeptkarten ihr dort sozusagen erforschen könnt. Erforschen geht einfach, ihr gebt eine Aktion aus. Ja. Zieht vom entsprechenden Kartenstapel. Wenn ich mir meine Figur sich hier beispielsweise in Grafit Muri befinde, könnte ich Ausrüstungsgegenstände erforschen, gucke, welche ich haben will. Die Schaufel finde ich cool, ne? Mit der kriegt man richtig viele Elemente an Start. Okay. Dann lege ich die andere einfach offen aus. Mhm. Die behalte ich und habe die sozusagen wieder verdeckt auf der Hand. Und dann kann ich die wieder ins Spiel bringen. Genau. Was ist dieser Token hier? Das sind Turmausbauten. Ihr legt nämlich am Anfang des Spiels fest, wo ihr euren Turm im Spiel platziert. Da seid ihr völlig frei. Ihr dürft es nur nicht auf eine Elementmine oder auf eine Stadt stellen, aber ansonsten überall. Das ist tatsächlich eine sehr strategische Entscheidung. Da sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben. Und dann könntet ihr, es sind auch ein paar Tipps in der Anleitung mit drin, damit für Startspieler da so eine kleine Hilfe mit drin ist. Am besten guckt ihr, dass so Elementminen immer angrenzend sind. Auf jeden Fall, wenn... Das macht Sinn, dass man da nicht so weit laufen muss. Richtig, genau. Also angenommen, ihr habt aber euren Turm zum Beispiel jetzt hier platziert. Ne? Da seid ihr direkt neben Wasser und Feuer. Das ist kein schlechter Ort. Aber... Mhm. Eisen ist richtig weit weg von eurem Turm. Das heißt, um dorthin zu laufen, müsst ihr mindestens 4 Runden arbeiten, um wieder beim Turm zu sein. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, gibt es sowas wie Turmausbauten. Da kann ich eben in die Stadt gehen, mir den kaufen und den lege ich mir hier oben drauf und kann so einen Standortnachteil meines Turms so ein bisschen ausbessern. Okay. Und hier könnte ich nämlich zum Beispiel Eisen wie Feuer behandeln. Das heißt, ich kann hier sozusagen meine Feuerelement, wo ich wirklich nur einen Schritt gehen muss, ich falle einmal aus dem Turm und gehe wieder zurück. Diese Feuerelemente kann ich dann plötzlich wie Eisen behandeln und dann brauche ich dann nicht mehr hochlatschen. Genau. Und wie kriege ich die? Die kaufe ich mir. Das Dunkelunterlegte, das sieht man vielleicht hier ganz gut, das Dunkelunterlegte vorne sind die Kosten, die muss ich in der Stadt ausgeben. Das Element muss ich mit mir führen und hinten ist der Effekt abgebildet. Verstehe. Genau. Ja, und um das Ganze noch so ein bisschen zu würzen, dieses Spiel, und auch so eine Grundorientierung zu geben. Richtig. Geheime Aufträge. Geheime Aufträge. Jeder kriegt am Anfang 2 geheime Aufträge. Ich kann die mal einfach so ein bisschen ins Bild halten. Die geben so ein bisschen den Spielstil vor. Ne? Also entweder ich muss hier zum Beispiel hauptsächlich Homunkuli beschwören oder ich muss, hier, das ist auch ein schöner Auftrag, ich muss Homunkuli töten. Okay. Deswegen Angriff im Spiel. Ne? Naja, verstehe. Das heißt, ich kann den Homunkulus nicht mehr beschworen, also auch wieder umbauen, damit er keinen Vorteil hat. Verstehe, richtig. Ne? Verstehe, oder ich muss hier zum Beispiel Seelensteine, muss ich sozusagen irgendwo hinbringen und abliefern. Oder ich muss Ausrüstungsgegenstände produzieren und irgendwo hinbringen. Ja, auf jeden Fall sehr thematisch, ja. Also alles, was ein Alchemist vielleicht zu tun hat, also in der Geisterwelt schmökern oder halt die benachbarte Stadt ein bisschen verbessern, die Miliz, die man so hat. Richtig, ganz genau. Cool, ja. Und dieser Auftrag bringt dann eben auch nochmal 9 Siegpunkte und boostet einen nämlich dann nochmal ordentlich auf diese 25 Zielsiegpunkte hin. Aber ich habe am Anfang ja erwähnt, das ist so ein bisschen Sandbox-artig, dementsprechend, ihr müsst die Aufträge nicht erfüllen. Ihr habt nur die Möglichkeit, den zu erfüllen. Ihr könnt das Spiel aber jederzeit auch ohne den Auftrag abschließen. Ja, genauso wie über die Punkte der Gegenstände. Genau, genauso wie ohne den Seelenstein. Ihr habt den Stein der Weisen. Ihr habt nämlich auch die Möglichkeit, im Spiel den Stein der Weisen herzustellen. Mhm. Der bringt keine Verbesserung im Spiel, boostet aber euch auch nochmal von den Siegpunkten her ordentlich nach vorn. Das ist ja, ein bisschen so ein Set. Da muss man halt natürlich schauen, was man natürlich gerne hätte. Viele Wege führen nach oben. Sozusagen. Man muss halt nur den finden, der am schnellsten funktioniert und nicht die anderen. auf jeden Fall eine schöne Sache. Könnt ihr auch nochmal reinschauen. Gibt es ja auch das ein oder andere Video schon dazu, wo alles nochmal erklärt wird. Auch ein paar Reviews drüber laufen. Die Grafik ist ja sehr hübsch gestaltet, ein bisschen leicht auch angepasst, dass man, also sehr einladend, sage ich mal. Aber du hast noch eine Überraschung, hast du gesagt. Richtig, und zwar, was ich auf der Messe schon so ein bisschen geteasert habe und auch schon als Prototyp so ein bisschen ausliegt. Als Prototyp? Ich habe eine Erweiterung gebastelt. Ja, also das heißt ja, das ist so gut gelaufen, dass du da noch ein bisschen weitergemacht hast. Genau. Und Kron hätte dich jetzt schon wieder verflucht, weil du den Deckel falsch drauf gemacht hast. Ich drehe es jetzt nicht um, aber ihr seht, die Inquisition kommt vorbei, weil die findet... Alchemisten nicht so geil, meinst du? Nee, genau. Also es ist auch wieder thematisch so ein bisschen in der Welt verankert. Ja. Es wird auf der einen Seite kommt ein 5-6-Spieler-Modus dazu. Okay. Die Spielkarte wird erweitert.
ne, nach außen. Da sieht man dann sozusagen Seewege noch, wo ich Schnellreisen durchführen kann. Es kommen zusätzliche Städte hinzu. Okay, also neue Teile in dem Fall. Aber genau. 5 bis 6 Spieler, so spielzeitmäßig, wie wirkt sich das da so aus? Wie gesagt, ich würde grundsätzlich immer sagen, 20 bis 30 Minuten pro Spieler. Mhm. Ja, und dementsprechend müsste man das halt einfach nochmal dazu addieren. Und was macht die Inquisition selbst? Also nur Seewege und so bauen tut sie ja nun wirklich nicht, aber ich warte jetzt noch auf den Kniff, der mich da hindert oder dass das Spiel, dass das Brett gegen mich spielt oder was auch immer. Oder jemand eine Karte spielt, wo die Inquisition drauf ist. Richtig, genau. Und zwar Hauptbestandteil der Erweiterung wird eine dicke Koop-Kampagne sein. Also ihr spielt nicht mehr gegeneinander, sondern als Alchemisten zusammen gegen die Inquisition. Und dadurch wird das Ganze so ein Kampagnen-Legacy-Game. Okay. Light-Legacy. Jetzt wird gespoilert. Wir haben nicht nur ein Solo, ich hätte jetzt gesagt fast ein Solo-Game, aber auch. Wir haben ein Koop-Spiel. Ja, wenn es Koop ist, kann man es auch Solo spielen, aber Legacy ist jetzt anscheinend auch noch dabei. Das heißt, jede Menge gute Sachen in einer Box. Genau, also ihr spielt sozusagen so ein Szenario, eine Kampagne mit mehreren Szenarien durch. Mhm. Durch die einzelnen Szenarien verändert sich auch die Oberweltkarte, Städte werden zerstört, Kluften reißen sich auf durch verderbte Alchemie. Alles klar. Geht dann über Crowdfunding oder machst du das selbst? Geht im Februar, denke ich, auf Kickstarter los. Und, da könnt ihr euch also noch mal ein bisschen vorbereiten drauf. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen warm spielen. Und wenn ihr dann Materia Prima komplett so durchgespielt habt, sozusagen, dann könnt ihr euch dann im Februar gleich bei der Kickstarter-Kampagne beteiligen. Und dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen mehr zu spielen, ein bisschen ausgeliefert hat. Richtig, so schaut es aus. Dann sage ich vielen Dank, dass du hier warst. Ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage, ihr könnt noch ein Video gucken, weil wir haben ja noch ein paar von der BerlinCon. Ansonsten haben wir auch noch andere Videos auf dem Kanal oder Kommentare könnt ihr auch noch reinschreiben. Dann kann man da auch noch mal ein paar Fragen beantworten oder ihr spart euch die für die Kampagne auf. Da könnt ihr auch noch das eine oder andere schreiben. Und in dem sagen, vielen Dank und bis bald. Euer Piet. Ciao. Tschüss.